Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von Playgathern. In der letzten Folge waren wir ja mit Bill unterwegs, haben wieder einige Zombies gekillt und mal gucken, was uns in der heutigen Folge erwartet. Wir bauen ein Auto. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Oh. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihrer Nähe kommt. Kann offensiv und defensiv eingesetzt werden. Mit L1 im Bogen geworfen oder mit R1 strategisch platziert werden. Huh. Nicht explodierte Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Oh, praktisch. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der Trump gegen die Wand. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Was braucht man eigentlich? Oh, okay, Nagelbomben können wir jetzt so bauen. Ich brauche nochmal eine zweite zur Sicherheit. Man kann ja nie genug haben, würde ich mal so behaupten. Okay, die brauchen wir aber momentan nicht. Ellie, kommst du mit? Ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, wie soll man den Stock aus dem Arsch nehmen? Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Wieso finde ich das lustig? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob es wirklich so lustig war oder ich der einzige Mensch bin auf Erden, der es lustig fand. Okay, wir gehen jetzt nach oben. Will hinterher. Sind hier irgendwo Sachen, die wir wieder aufheben könnten? Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Wieso hat er eine Kirche in seinem... Egal, ich frag nicht nach. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Ich zieh nur ein paar Dinge ab. Wieder da. Okay, Zeit zu packen. Kann ich eigentlich... Jo, ich kann gleich sogar Dinge verbessern. Das werde ich sogar tun, wenn wir mal eine ruhige Minute hier im Spiel haben. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Na, super. Ich kenne Schulen in Zombie-Spielen, Filmen. Ich weiß ganz genau, was da für Dinge sind. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, hat das gehört? Geht's hier lang, oder? Ach. Okay, ein Klicker. Hab's verstanden, ich renne hier einfach so her. Ja, zu viele. Boah, Gott sei Dank haben die Messer jetzt zwei Leben, sozusagen. Denn ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die Klicker einmal zu erschießen. Bam, Junge. Ah, der Klick hatte... Oh, wie viele sind denn da noch? Oh. Einen müssen wir sogar erschießen. Warte mal, was ich jetzt erstmal verbessern werde, ist maximale Gesundheit. Lauschmodus Distanz kann man auch gebrauchen.
Fuck it. Ist er behindert? Ja gut. Bam, Junge. Munition. Geil. Ist hier noch irgendwo ein Klicker hier oder hinten? Können wir wieder ein Messer bauen? Ne, können wir nicht. Wisst ihr, was es heißt? Dass wir schießen müssen. Wisst ihr, was es heißt, dass wir nicht schießen? Ich schätze mal, wir können hier auch locker vorbeigehen. Ich hoffe es zumindestens. Boah, seid doch nicht so laut. Ellie. Pass auf. Okay. Wo geht's lang? Oder müssen wir die alle erschießen? Das kann natürlich auch sein. Oder wir gehen wieder da oben lang. Ich weiß echt nicht, wo es lang geht. Ellie, pass auf. Klicker sie nicht zu unterschätzen. Wobei, wir haben einen Bogen. Und ich habe gelesen, dass man die Pfeile wieder aufsammeln kann. Wir werden den Bogen einfach mal ausprobieren. Zielen. Je länger du hältst, desto mehr Spannung baut sich auf. Pfeile jetzt aufsammeln. Hey, wieso ist mein Pfeil verschwunden? Was hat der Typ gesagt? Ah, super. Jetzt haben wir einen Pfeil weniger. Sollen wir die erschießen? Das ist jetzt die Frage. Ah, wir können das viel einfacher machen. Wir können das viel einfacher machen. Ja, und jetzt wird der andere wahrscheinlich... Er läuft wirklich nicht rein. Wirklich... Ah, warte mal. Wir haben Backsteine, 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 Backsteine. Wir haben keine Backsteine mehr. Ja, gut. Hab gehört, wir schießen den dann. Das lief doch eigentlich gut. Ich glaube, das war's. Wir sind noch nicht sicher. Ja, das haben wir diesmal gut hinbekommen, ohne zu sterben. Also, Applaus will ich schon erwarten. Mist, verschlossen. Ja, was jetzt? Moment, ich habe einen Schlüssel. Ach, danke schön. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Sind das Runner oder Klicker? Oder beides? Ah. Ja.
Das sind einfach nur blöde Runner. Die man auch ganz leicht erledigen kann. Viel knapper kann es nicht werden. Boy. Wieso? Hat er uns gesehen oder hat er sich umgedreht? Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Ach. Jetzt hier rüberspringen. Die Frage ist jetzt, wie erledigen wir den Klicker? Nur mit der Schrot. Wir haben aber einen Backstein. Oder wir schießen den einfach. Komm zu mir, Kleiner. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Munition. Komm her, komm. Box, box. Bam, 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 bam. Ja, also. Das Einzige, worauf man hier wirklich achten muss, ist, dass man die Klicker als erstes erledigt und die Runner sind gar kein Problem. Jetzt so meine Erfahrungen bis jetzt. Man muss sagen, ich komme immer besser ins Spiel rein, also ich sterbe nicht mehr so oft. Ich gehe das jetzt mit mehr Strategie an, sagen wir es mal so. Müsst ihr zugeben. Aber das Spiel macht wirklich ultra viel Spaß. Und die Story gefällt mir auch wirklich gut. Es ist sowas... Das Erfolgsrezept ist sozusagen von The Walking Dead. Es geht nicht nur um die pure Schlachterei, sondern auch um die Hintergrundstory. Wobei ich noch nicht viel über das Spiel sagen kann, weil das eigentlich noch relativ lang ist. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Scheint so, dass, als wenn die rausgelaufen wären. Ah, hier sind überall nur Flaschen. Und damit meine ich mich nicht. Ah, Gesundheit ist auch leider voll. Sowas kriegen wir eigentlich relativ selten, dass unsere Gesundheit voll ist. Und was machen wir jetzt? Ich dachte, wir sollten hier rein, oder geht's irgendwo weiter? Wenn nicht, dann haben wir wieder ein bisschen Munition verbraucht, umsonst. Na, wir gehen einfach aufs andere Grundstück, wo auch einige sind. Yay. Super, aber auch. Wir verstecken uns hinter einem Klettergerüst. Mal gucken. Ja, wir sind gefickt. Lauf! Ich muss laufen, sorry. Wir müssen auf die Klicker aufpassen. Oh. Das Nachladen dauert zu lange. Oh, ich bin tot, ich bin tot! Oh, Gott sei Dank. Ja, legt euch nicht mit dem Thomas an. Ich hab's geschafft, nicht zu sterben. Darauf bin ich schon mal stolz. Ist hier irgendwo wer? Scheint nicht so. Das haben wir relativ gut angestellt. Würde ich mal so behaupten. Wieder einige Zahnräder, falls wir irgendwann wieder zu so einer Werkstatt kommen, wo wir unsere Waffe verbessern können.
Wieder eine Flasche, oder? Ein Backstein. Ja, ein Backstein. Und das können wir ehrlich gesagt kaum gebrauchen. Man kann zwar die Klicker damit verwirren, aber... Ja... Das brauchen wir jetzt nicht so dringend. Das können wir gebrauchen. Ah, schon wieder Flaschen, ey. Okay, die Tür ist zugenagelt. Dann gucken wir mal hier weiter, was hier so liegt, beziehungsweise ist. Okay, scheint auch immer noch nichts zu sein. Pfeile, 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 Pfeile. Und Zahnräder. Boah, Alter, das ist hier ein richtiger Lottogewinn, wenn man hier lang geht. Okay, hier ist auch nichts. Hier irgendwo was in den Regalen drin oder so. Da kann man lang in der Tür. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ah, verdammt. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Schiffen. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Seid ihr lebensmüde? Wie sollen wir das denn anstellen? Das sind mindestens 6000 Klicker, Mann. Und ich habe kein... Können wir wieder ein Messer machen? Ah, natürlich nicht. Was wir machen können, ist ein Molotow. Nee, was wir auch anstellen können, ist auch mal was ganz anderes. Das werde ich gleich sogar machen. Lauf rein, lauf rein, lauf rein, perfekt. Oh, die Vollspasten laufen alle rein. Oh, fuck, die werden nicht angezündet. Die letzten zwei. Ich glaube, zwei konnten wir erledigen. Das habe ich eigentlich relativ klug angestellt. Wir können gleich eine Nagelbombe ausprobieren. Klicker sind noch da. Theoretisch gesehen. Sollen wir den erschießen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, er hat keine Kumpanen mehr, die irgendwie hergelaufen. Da drin bewegt sich was, oder? Ich muss gucken. Wenn da drin keine mehr sind, dann können wir den locker erschießen, wenn ich treffe. Ist das Bill? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchgehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will deine. Okay, verstehe. Boah, das lief so eigentlich relativ gut. Mit dem Molotow konnten wir zwei ausnocken. Und mit der Nagelbombe noch einen. Und wenn nur noch ein Klicker da ist, den kann man locker mit der Schrot erschießen. Wir spielen. Munition, geil! Für die Schrot ist die Munition sehr wichtig, abgesehen wie stark die ist. Also, was man verbessern könnte an der ist die Ladezeit. Also wenn ich irgendwann wieder so eine Werkbank erwischen sollte, werde ich auf jeden Fall die Ladezeit besser machen. Zahnräder, perfekt. Wer hat das da gelassen? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Oh. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Hey, ich suche noch ein bisschen. Was hier so sein könnte. Oh, Schubladen. Perfekt für Molotows oder andere Dinge. Sonst noch irgendwas? Nee.
Ja, es lief doch einigermaßen gut in dieser Folge. Wir sind, glaube ich, nicht gestorben, oder? Ich nehme jetzt ein paar Folgen auf einmal auf, deswegen. Ein Messer, perfekt. Oh. Erreichte Werkzeugstufe 1. Ist hier eine Werkbank? Leider nicht und es geht weiter. Ach, verdammt. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Ja, ich würde sagen, um das Problem werden wir uns in der nächsten Folge kümmern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye.